Hau raus den Anker. Wie paar Meter schwimmen wir? Ab. So, jetzt muss ich kurz was snacken hier. Ich nehme mal gerade kurz mein Inventar. So ein bisschen. Oh, auf der Insel muss es unbedingt Holz geben. Ich habe gar nichts mehr. Ah, da schwimmt noch Holz. Wo kommen die Blätter hin eigentlich? Da hinten. Auch in die Kiste. Ja, wo Plaste und so mit drin ist. So, Aua. Schwimmt da schon wer rüber? War klar. Ja, Nico. War klar. Ich dachte, auch schon kommen. Ich mach mich erst mal voll hier mit Essen und Trinken. Achso, stimmt, du hattest ja noch voll. Ich war komplett im roten Bereich gerade. Ich hab mir eine Kokosnuss und eine Mango genommen. Mehr nicht. Jetzt ist es. Darko, komm mit rüber. Tu ich gleich. Oh mein Gott. Schrott ohne Ende. Das war irgendwie zu erwarten. Also, Mensch. Lol, hier ist ein Hinweis. Unter Wasser ist auch noch Schrott, falls man nicht genug finden kann. Ja, und ein Hai. Warte, ich sammle eben den Hinweis hier auf. Neue Notiz. Ey, ich komm nicht hoch! Wie? Au, du Wichser! Ich hab einen Koffer gefunden, eine Aktentasche. Neue Notiz hinzugefügt. Ich bin hier gerade unter Wasser in dem Ding. Hier ist ein Telefon. Okay, könnten wir auch schon. Nee, ruft noch nicht. Ruft man mir gleich. Erst schauen. Ja, ich habe jetzt die Aktentasche einfach genommen, weil die direkt hier vorne lag. Jaja, oh, hier ist eine Kiste. Ike, willst du die vielleicht aufnehmen? Nehmt ihr auf, ich hab grad einen aufgenommen, okay. Da war ein Metallsperr drin, eine Scharniere und ein Metallingot. Ja, Glas und Metallbarren hab ich drin. Ich muss hier halt erstmal versuchen, irgendwie hochzukommen. Ja, ich jetzt auch wieder. Ja, vielleicht da unten sind. Aua. Da unten. Okay, da schafft man's nicht. Ach, hier, gut. Jetzt. Oh, endlich. Okay, was steht hier? Caught a shark named his. Okay, der Hai heißt Bruce. Interessant. Ich nehme noch einen Hinweis auf. Ja. Habe ich da noch gefunden. Hier gibt's leider alles außer Holz. Vielleicht wären Tiere eigentlich auch ganz schön gewesen. Wenn die hier drauf wären. Nice, wäre unwahrscheinlich, nice. Aber. Ich glaube, Tiere kommen später, oder? Was meint ihr? Ich sag nur so, das Einzige, was halt noch fehlt, sind Tiere. Weil ohne Tiere können wir keine Rüstung für uns bauen. Und auch die restlichen Sachen, so wie Bienenhaus und so weiter, gibt's, können wir nicht machen. So, und ist jetzt alles weggelootet? Ich glaube ja. Wow. Ja. Nee, warte, hier red's hoch. Hier kann man Jump'n'Run machen, nach oben. Da oben war auch schon jemand. Ja. Ja, da war ich schon. Ja, ganz oben auch schon, oben auf dem Tower. Nee. Ich weiß sowieso nicht, wie du gerade auf das Dach gekommen bist. Ja, hochgesprungen, warte. Hier außen hervor. Nee. Moment, einmal ganz nach unten. Und dann den Weg, den Ike nimmt. Da hoch. Hier so hoch. Allein den Weg, den eigenen, was für ein Weg. Hier vielleicht irgendwie. Du warst doch da eben oben. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie ich hochgekommen bin. Hier drinne. Ah, hier die Treppe. Hier ist eine Treppe. Und dann.
Ah, nein, verdammt, Moment, aber hoch ist die Treppe. Da unten schwimmt im Übrigen ein Fass. Autsch. Ich weiß, wie man da hochkommt. Auf die Dinger Lampen. Nein, nicht auf die Lampen. Nicht? Nein. Da an der Seite ist eine Treppe. Ach ja, toll. Hat man. Lol. Oh Mann. Wow. Erster, ich darf looten. Hier ist nix. Ist ein abgefucktes, flaches Dach. War wohl nicht gedacht, dass man hier lang geht. Aber du kommst dann hier drüben hoch und hier oben geht's halt auch nochmal weiter. Hier ist ja dann der richtige Turm. Oh, Metallschrott, danke. Doch, dann war das so, dass du hochkommst. Irgendwie sieht das leider verlassen aus. Hui! Haha, erster! Ich darf looten! Zum Thema einfällig jetzt alles an. Hier ist eine Wand drinne mit einem Bild drauf und eine Kiste. Bauplan, Stirnlampe, Metallbahn, Glas, Glibber und noch irgendwas. Notiz. T. Oh mein Gott, Wassergatan. Wasser was bitte? Wassergatan, drück mal T. Da ist wieder so eine Notiz, so eine 9137. Wie beim Radio Tower 4948. Was hat das hier zu bedeuten? Utop? Lois, gibt eine versunkene Stadt? Auf was für einem Planeten sind wir hier, bitteschön? Es gibt eine versunkene Stadt. Na hier, Utopia! Wir sind auf der Insel, Quatsch, auf unserer normalen Erde und das ist ja. Utopia ist einfach wahrscheinlich an Atlantis angebaut. Würde ich sagen. Ich brauche bald einen neuen Haken. Meiner macht noch zwei Sachen und dann ist er kaputt. Darko, kümmerst du dich da drum? Ja, wie denn? Na, Bolzen haben wir noch ein. Schrott kannst du 3 Stück von mir vorerst haben. Ich bin schon wieder drüben und ich habe 3 Schrott. Ja, du brauchst 6 Schrott, 2 Seile, 4 Planken, 1 Bolzen. Ich brauch sowieso gerade erstmal was zu trinken. Ja, es geht bei mir auch gleich wieder los hier. Ich geh mal hinten zum Boot und bring das mal ein bisschen weiter hier hin. Komm ich da ran? Ja. Wieder ein Seil gefischt. Ach, im Übrigen, ich habe einen Metallspeer aus der Ehenkiste bekommen. So. Ich habe jetzt insgesamt 2 Metallbahnen, ein Scharnier, ein Bauplan Stirnlampe, ein Glas, ein Speer, ein Kletterpflanzen, Glibber und ein bisschen Plaste bekommen. Okay, Eik will einen Haken haben, oder? Ja. Nico, hast du noch 3 Schrott? 3 Schrott? Ja. Krieg ich mal kurz? Mach ich Eik schon mal einen neuen Haken wieder? Ja, oben. Oh, oben allein. Zu faul runter zu gehen. 9137. Mal gucken, ob das funktioniert. 9. 1. Ja! Es findet was! In 2000 Metern weiter Entfernung. Nico, hast du noch hast du noch Holz? Noch Holz? Nee, hab ich nicht. Ike, hast du noch welches? Ich habe die 4 Holz. Das Problem ist aber, der Haken ist jetzt bei mir broke, weil ich hier gerade unter Tage noch was gefarmt habe. Ich wollte doch gerade kurz was trinken. Hier ist nämlich Haufen Metallschrott unter Wasser. Ah, hey, ist gerade abgelenkt, das ist nice. Hier, Dako. Wo bist du? Danke, warte. Hier. Ja, warte, ich mach hier ganz kurz das Zeug mal rein. Glas. Danke.
Ach, da kann ich den Bauplan reinhauen. Ike, ich glaube, entweder hast du ihn vergessen oder hier hat der Hai schon wieder rumgeknabbert. Da wird der Hai dann rumgeknabbert haben. Okay. Delivery Ditch kommt da rein. Plaster da mit rein. Den Haken. Ach, den Haken, den Speer mache ich hier erst einmal mit rein. Aber ich will dort jetzt unter Wasser erst einmal Metallschrott farmen. Oh, du Arschlochhai. Ruhe, Hai. Ey! Du sollst mich in Ruhe lassen! Das geht nicht, schade. Schade, schade, Schokolade! Bruce has Bastard, I got it. Ja, Bruce ist echt ein Bastard. Hier ist aber auch nichts, was aussieht wie Bären unter Wasser, so. Kurze Frage, weiß eigentlich jemand, ob es von diesen Dingern mehr gibt? Ich habe immer ja nur eins gesehen gehabt. Keine Ahnung. Erste Spielrunde und Nico ist gerade gemutet, das heißt, da werden die Eltern da sein. Also. Ja gut, aber er bewegt sich auch nicht, also ist gar nicht am PC. Ich muss sowieso... Ich bin auch einmal mini kurz weg, ich muss mal schauen, ob es draußen regnet. Mach das. Moin. Lol, da unten war ich noch Rohr drin. Aber so viel gab's auch nie wirklich. So, da bin ich wieder. Gerade am Verhungern. Ja, ich tauche hier gerade rum, habe noch ein bisschen Metallschrott gefarmt. Da habe ich noch ganz unten einen Raum gefunden, wo noch keiner drin war. Okay. Da war noch eine Kiste, ein bisschen Schrott. Da habe ich wieder ein Glas, ein Scharnier und ouch, zwei Bolzen bekommen. Ach, und der Haie Rino war wieder da. Schön. Ich hätte jetzt gern auch meine Metallaxt. Ich fülle gleich Holz. Ich brauche Holz. Ja, Holz habe ich gerade. Ja, damit ich mir eine neue Axt machen kann. Wo ist denn hier der andere? Darko ist kurz gucken, ob es für ihn regnet. Und wieder da. Darko, hast du Holz? Nö. Wow. Ich steht hier eigentlich. Ich warte noch auf meine Axt und jetzt wollte ich sie mir selber herstellen. Ja, ich brauche 4 Holz. Wie auf deine Axt? Ich sollte doch den Haken herstellen. Aber davor schon, wo ich dir meine Axt zugeworfen hatte, solltest du mir doch auch eine herstellen, weil die ähnliche fast kaputt war. Die ist jetzt komplett weg. So. Ich bin die ganze Zeit mit einer Steinaxt rumgerannt.
Okay, der Hai hat wieder zwei Teile weggesnackt. Es kotzt mich an. Ist halt die Frage, können wir, wollen wir weiter, weil wir haben das ja alles gelootet dort. Ja, mach weiter. Okay. Weil dann kriegen wir auch wieder mehr Holz. Ich brauch vier scheiß Holzplanken für ein Netz. Für ein Netz oder für eine Axt? Für ne, warte mal, das ist Axt. Apropos Netz wollte ich auch noch bauen. Da brauch ich. Oh, ist... Ja, wie Ike schon gut sagte, wenn wir fertig sind, wenn er fertig mit bauen ist, haben wir Holz wahrscheinlich einen Überfluss. Ich brauch zwei Holz für ein Netz erste Mal, dass wir das, was wir nicht angeln können, mit den Netzen aufnehmen können. Ja. Da scheiße ich erstmal auf der Axt. Ike? Ja? Aber wenn wir gleich Holz haben, ne? Reparier erstmal die zwei hier hinten. Da... Was? Ich hab vorhin schon repariert, wieso? Hä? Wo ist was kaputt? Da kommt eine Menge Fetzer. Wo ist was kaputt? Nein, nicht ganz kaputt, aber ist so angerissen. Das die ist angerissenen das... Sachen kann man nicht reparieren, Nico. Hey, doch klar kann man die reparieren. Nein, erst wenn sie kaputt sind, kann man sie wieder ersetzen. Reparieren geht nicht. Doch, die kannst du reparieren. Nein, geht nicht. Hä? Mit dem Hammer? Doch. Das musst du eigentlich auswählen können. Gib mir mal bitte den Hammer. Ach doch, jetzt. Leute, jetzt habe ich wieder ein Holz verballert. Genau das eine Holz, was ich gebraucht habe. Oh. Ike, ich habe hier gleich Holz für dich im Inventar. Da war doch da. Ike hinter dir. Hier, Ike. Ich glaube, wo ist es denn? Ich habe es gerade aufgesammelt. Ein ja. Holz. Ja, hier. Warte. Ich war Hunger schon wieder. Hä? Ah. Hi. Wo? Ist tot, Anker raus. Ist. Okay. Hätte man auch eigentlich weiterfahren können. Danke, Nico. Kannst weitermachen. Kannst wieder rummachen. Ey, jetzt lass mich endlich auf das Schiff hoch. Nö, der Schiff hat Hand. Ich glaube, ich mach jetzt. Ich glaube, Ike findet Ark nicht so schlimm als Raft. Ja, nö, das nicht. Ich glaube, bei A gibt es andere Sachen, bei denen man ausrasten kann. Und hier gibt es ja diese Sachen. Es gibt ja Nebenspiel eigentlich solche kleinen Dinger, bei denen man explizit bei den Eisen. Also, ich brauche auf jeden Fall wieder Metall. Ich habe jetzt die ersten Netze bis sicher gemacht für das, von dem, für das Vieh. Ich werf's dir einfach erstmal hin. Warte, ich will kurz. Du hattest mir ja 20 Netze Seile gegeben, ich werf dir wieder 20 hin. Ich hab zu brauch ich nicht, ich hab selber noch. Ja gut, tu sie gleich in die Kiste rein. Ich brauche jetzt wieder Metall, damit ich hinten die letzten. Ich habe alles angeschmolzen, wir haben keins mehr. Drei Netze noch sicher machen kann. Ich habe alles angeschmolzen.
kurz eine Frage, mögt ihr eigentlich Kartoffelsalat? Natürlich, oder? Vor allem selbstgemachter. Ja, der schmeckt geil. Oh. Mhm. Vor allem früher, wie Oma den immer gemacht hat. Oder frisch von der Oma. Oh ja. Ja, ja gut, das okay. Hab ich nicht mehr, meine Oma lebt ja nicht mehr. Aber das Gute ist, weil meine Mutter ja noch lebt, ne, ist ja klar. Ne, klar ist das nicht. Ich kenne Stuhlkameraden, der mit 10 seinen Vater verloren hat. Also, klar ist das alles nicht. Naja, ich habe in dem Sinne, wenn man es jetzt so sieht, habe ich meinen Vater geistlich auch verloren. Weil mein... Ja, eher psychisch. Nee, psychisch nicht. Geistlich. Ja, sagen wir geistlich. Mhm. Ich verstehe die ganze Zeit geistlich. Ja, ich auch. Weil schon, dass das geistig heißt. Nee, ich sage immer geistlich dazu. Ah, dann, das hat ja, geistig ist ja eine Bedeutung der Kirche. Ja. Deswegen sage ich ja geistlich. Da hast du also du hast ihn an die Kirche verloren. Ja. Hä? Du sagst die ganze Zeit geistlich mit L. Und das bedeutet... Was ist der Unterschied? Geistig ist, in deinem Geist. Geist, genau, im Kopf, in den Gedanken. Oh Gott. Und geistlich ist ein Angehöriger der Kirche, meist sogar Papst oder Dekator. Ach so. Ist ein Riesenunterschied, nur so nebenbei. Irgendwie hat der Gott hier in diesem Spiel unsere Gebete erhört. Hier kommt mega viel Holz gerade. Ja, ich habe auch schon ein bisschen was gesnackt. Nee, also meine Mutter kann sowas von guten Kartoffelpüree machen. Kartoffelsalat machen. Ganz ehrlich, bei Kartoffelpüree, klar finde ich den selbstgemacht lecker, aber da reicht mir auch ein Tütenkartoffelpüree. Ja, aber den musst du dann noch sogar mit Pfeffer noch würzen. Ja klar, auch mit Salz würze ich ihn meistens. Mit Weil Salz halt... ist Pflicht, das Ding zu würzen. Ja, kommt darauf an. Es gibt auch mittlerweile so fertige Produkte, bei denen man es nicht mehr braucht, aber ich mach's trotzdem weiter mit Salz. In dem Punkt geizen die halt gerne. Ja, es ist wie beim Mensa-Essen mit dem Fleisch. Oder mit der Soße auch immer gerne. Ich brauche noch ein. Nein, ich brauche das Holz! Achso. Ja, warte, hier. Okay, Darko, wir haben oben gleich zwei neue Baumplantagen. Ach, machst du die auch gleich? Okay. Ja, dann pflanze ich aber, was soll ich da anpflanzen? Mango oder Palm? Du, ist scheißegal. Baum ist Baum. Beides. Boah, ich brauche unbedingt Wasser. Okay, Nico. Jetzt müssen wir dein Zeug hier erst einmal wegmachen. Mein Zeug. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Ja? Also in-game jetzt oder off-game? Ja, in-game. Achso. Nee, ich hatte off-game übelst Hunger. Deswegen habe ich doch gerade was Schlechtes gemacht. Mitten in der Aufnahme ist der Kerl. Ja, natürlich! Ich meine, wenn du die ganze Aufnahme herumfurzen kannst, kann ich schon mitten in der Aufnahme essen. In der Aufnahme hab ich noch nicht einmal gefurzt! Ja. Nee, aber das, was du vor der Aufnahme gesagt hattest. Ja, das ist dann was anderes. Also hier oben sind zwei neue Baumteile. Ja, kümmere ich mich gleich drum, Mike. Kann es sein, dass ihr weniger fresst? Ich musste jetzt was essen, ich bin gleich im Rot, ne? Schau dir mal an, wie viel da drin ist. Und das ist trotzdem, dass ihr drei Leute seid. Wir. Nicht wir, wir. Ja. Wir. Nee, ich zähle als zwei Personen, weil ich noch ein Kind bin. Wenn du es so haben willst, bin ich auch noch ein Kind. Naja, ja. Nicht naja, sondern absolut ja. Hä, wer baut denn hier unten? Ach, Darko baut ab! Also, so ganz ehrlich, die Netze hier hinten, Bombe.
Wir waren fast drinne, hier ist Holz ohne Ende gerade drinne. Ich habe gerade 40 Holz hier hinten aufgesammelt. Läuft. Ja. Was auch immer hier. Brauchtest du was, Clipper, für irgendwas? Nee, du solltest uns doch Tauchermasken machen. Achso, ja, ja. Okay, perfekt. Nee, ich brauch nur. Ich hab noch 3 Nägel. Ich könnte irgendwas ver... Ach nee, ich brauch Metall zum Verbessern. Ich brauch nur ein Dingens. Dann... Alter, verreck leiser. Noch ein Dingens, dann kann ich euch... Dann kann ich einen von euch eins machen. Was ein Dingens? Und ich ein Grünzeug. Hä? Nehmt ihr doch erstmal das hier aus sind der elf, raus. Hier sind 11 Stück drinne. Ich mach doch die ganze Zeit immer welche für dich, Nico. Und ach das so, ja. Muss kommt aber wirklich da drüben rein. Ach du Scheiße, ist das hier voll. Leck mich am Arsch. So ein ME-System wie in Minecraft bräuchten wir hier. Ja, das wäre definitiv gut. Also theoretisch, es wäre vom Spiel her umsetzbar, wenn es das in echt gäbe, weil wir hätten Strom durch eine Batterie. Leute, ist, kommt mal her. Oh. Da sind eure Masken. Eure Corona-Masken. So. Hä? Oh, ich habe keine Flossen mehr. Wie? Haben die eine Haltbarkeit? Ja. Die Maske auch. Oh Gott, meine hält noch ein bisschen. Und jetzt war ich das nächste Projekt. Insel, 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 da rechts. Links, 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 links. Was? Insel, links. Oh Gott. Ihr müsst ein bisschen gegen den Strom paddeln. Ich hab keinen Paddel mehr. Oh, endlich wieder Metall, endlich Boot safen, geil! Brauchen wir Metall für. Safen? Hinten die 3 Netze noch und vorne die Spitze, die ich neu gebaut habe. Ach so. Das mal zum Safen. Ja, wenn das fertig ist, brauche ich erstmal kein Metall mehr. Und auch kein Holz. Hoffe ich. Ne, doch, 2. Etage Holz, klar. Bist du da immer noch nicht fertig? Nein, und Metallschrott brauche ich dann auch noch für die Nägel. Und ich brauch Seetang, ich hab keins mehr. Ja, ja. Falls Nico noch mehr Kleber braucht. Passt doch, Insel halt, ne? Ja, ich sag's nur. Ankerlichter! Nein, 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 nein. Jetzt auch. Punkt höre ich nein, aber auch nein, 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 nein. Jetzt aber. Nein. Jetzt. Oh, geil, ey. Und wieso? Sind wir irgendwo gegengestoßen? Nein. Nein, 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 nein. Ey, wir sind halt ernsthaft nirgendwo gegengestoßen. Ja, ist doch gut. So, wo ist denn jetzt Scheißdruck? Hier ist schon wieder ein Fass hinten drin. Läuft. Irgendwie die Netze hinten haben eine bessere Wirkung, als wo die vorne dran waren. Das ist ganz komisch. Ja gut, oder es liegt einfach daran, dass zurzeit irre viel gekommen ist und wir nicht so viel eingesammelt haben halt, weil ich habe in der letzten Zeit nicht mehr so wirklich. Also Insel abfahren kann ich nicht wirklich, weil ich keine Axt habe. Du hast doch die Steinaxt. Nö, oder? Die habe ich weggepackt. Die, da kriegst du doch nicht so viel raus wie aus der Metall, oder? Ja gut, dann hat Nico hat ja eine. Eine Steinaxt, ja. Dann Nico, weite deines Amtes. Ja, der hat auch nur eine Steinaxt. Ach so. Ja, dann Darko, musst du jetzt mal Holz farmen auf der Insel. Du bist der Einzige mit einer Metallaxt. Boah, das ist voll lecker. Für alle, denen ich jetzt Hunger gemacht habe, ne? Interessiert mich nicht. Du, wenn ich Hunger habe, gehe ich in den Kühlschrank, hol mir eine Pizza raus, hau die im Backofen fertig. Nee, ich war jetzt an deinen Zuschauer. Ach so. Meine ist, dass das schon gewohnt ist, dass ich während der Aufnahme fresse. Ja. So schade, so traurig wie es klingt, ist es aber wahr.
Aber wer Hunger hat, soll sich jetzt in die Küche verpieseln und was machen. Ganz einfach. Ja. Leute, jetzt schaltet mal alle ab und, und schaut bei mir vorbei. Ist eh höchste. So. Und ist abgehört. Sagt der, der mit 30 FPS aufnimmt? Nee, Moment, ich nehme jetzt mit 60 FPS. Nee, ich nehme immer noch mit 30 auf. Ey, aber immerhin. Aber ich habe auch schon in irgendeiner Aufnahme. Vom letzten Jahr, irgendwann habe ich sie oft genommen. Da habe ich auch einfach angefangen, Schokobonbons zu essen, weil mein Magen auf einmal rumort hat. Du, das ist, ne? Bevor mir schlecht wird, haue ich mir da was zwischen die Kiemen und fertig. Wen das stört, hat Pech. Nee, ich hatte halt schon das Reizgefühl im Hals. Ja, den Würgereiz. Ja, ja. Ja. Den ich brauche jetzt was zu essen. Ich mich eigentlich in jeder Aufnahme immer so zum Affen. Weil du Nico bist. Achso, okay. Ich dachte, ich würde jetzt was anderes kommen. So, ich baue mir jetzt ein Fernglas. Ein Glasfern. Du kannst nebenbei, auch wenn es geht, mal Schwimmflossen mitbauen. Flossen schwimmen? Ja. Wir machen hier einen Seetang, das da. Oh Gott, man braucht ja alles. Autsch, ich bin angeknabbert worden. Gott, ich hole Seetang. Ich habe 9 Stück gerade abgeerntet hier unten. Mhm. Ja, und werd gerade angeknabbert. Ich bring's jetzt erst einmal hoch. Nico, warum eigentlich? Du baust eigentlich nie Seetang, sondern eher den Glibber, oder? Ja, aber jetzt brauche ich wieder Seetang. Ja, sicher, dass du Seetang oder den Glibber brauchst? Ich brauche Glibber und Seetang. Für die Schwimmflügel auch Seetang, ne? Ja, ja. Und Glibber. Weil, achso, hier unten war mal Glibber drin. Hast du den schon rausgenommen? Ja. So, da sind wieder 9 Seetang drin. Achso, hier, ich habe wieder 7 Metallerz gedöns. Ach ne, das war ja noch was. Das hier. Wo hab ich denn die Samen her? Wassermelonsamen. Ach, ich hab Wassermelone dort abgeerntet, genau. Oh, ich bin fast tot, Lollis. Du auch? Ja, aber ich bin noch im Wasser und der Hai. Und ich bin tot. Wo denn? Hinter der Insel. Hinter der Insel? Ach du Scheiße. Ist alles gewässert, Darko? Ja. Gut, dann kann ich erstmal voll trinken hier. Und wo hinter der Insel? Im Wasser. Ey, das ist so eine. Ja, was soll ich denn sagen? Du weißt doch wo. Außerdem, hier kommt schon Hai. Ja, kann nicht. Ich such dich halt schon. Ich kann dir. Ach da. Ja, Rand der Insel. Die scheiß Insel ist so rund. Ach, Eik, da wo Nico getaucht ist, ist noch irre viel Schrott unten im Grund. Ja, ich muss erstmal Leben recken. Und ach, die Scheiße, und die Folge beenden.